Viertel. Ups, da habe ich aus Versehen einen zu wenig reingeschmissen. So. Sobald das passiert ist. Das Problem hat sich bereits erledigt. Herzlichen Glückwunsch. Eine Runde davon. Die restliche Runde geht da drauf. Sobald das fertig ist, geht alles automatisch hier weiter. Ich habe meine Weißen. Sehr gut. 1, 2, 3. Mitkommen. Geht nicht. Ihr seid noch nicht gepflückt. Holy shit. Was für ein dämliches Stück Code bin ich eigentlich? So. 1, 2, 3. Abbrechen. Das da hat mehrere Sachen. Das hat Priorität. 1, 2, 3. So. Ich sehe da gerade gelbe Pikmin einfach so vorbeilaufen. Ihr habt euch gerade freiwillig dazu entschieden, dieses Ding hier mitzutragen. Mein Beileid. Glückwunsch. So, nachdem wir das nun haben, bemerken wir, dass die hier immer noch Speedy Gonzales sind und ziehen random davon ein paar ab. In die Richtung ebenso. So, nachdem die ganzen Sachen nun abgebaut werden, bemerken wir, dass wir noch mehr Leute brauchen. Die Sachen werden derzeit abgebaut, die Sachen ebenfalls. Warum ist die Brücke noch nicht fertig? Ich bin fucking disgusted. So, ihr ebenfalls, ihr helft bei dem großen Schwarm mit. Habe ich gesagt Schwarm? Ah, ihr wisst, was ich meine. Da kommt die letzte Ladung, Brücke. Absolut hervorragend. Super. Davon 3, davon 4, davon 1. Ich weiß nicht, wie das jetzt nicht funktionieren konnte, aber hey. Hier, nimm dir ein paar, die schmecken gut. I actually do not care. Actually, I do care. Eat them faster. Holy shit, seid ihr dämlich. Danke. Die Weißen machen das. Die Gelben werden zu Weißen. Alf. Oder whatever your name is. Du super weißt das. Ihr habt das hier eingesammelt. Sehr gut. 1, 2, 3. 1, 2. Ich brauche mehr Pikmin. Die sind mittlerweile fertig. Probably. Hell yeah. Damit habt ihr keine Entschuldigung, mal hier dumm rumzustehen. Ihr habt es immer noch nicht geschafft. Ich habe euch mehr als genug Leute dahin geworfen. Who am I to judge? Gut, das geht raus, sobald es fertig ist. Das ebenfalls. Alf. Wie schaut es da drüben aus? Sehr gut. Die stehen auch dumm rum. Das ist nicht gut. Da brauchen wir. Alf, du gehst zum Schiff und holst dir noch mehr. Sehr gut, das sind die, die einfach rumgestanden haben. Die kommen jetzt ebenfalls mit. Da unten ist noch ein Gegner, den wir nicht mitgenommen haben. Alf und Birgit gleichzeitig da. Super nice. So, einmal alles mitnehmen. Da sind die Sachen, die noch nicht mitgenommen wurden. Den Gegner hätten wir fast übersehen. Holy shit, hätte ich mich gehasst, wäre das passiert. Ja, ich weiß, ich könnte den Nektar einsammeln, damit die Sachen noch schneller arbeiten. Shut the fuck up. Ich kenne die mich heiligen des Spiels. Ich mach's trotzdem nicht. 1, 2, 3. Und da sind die restlichen Sachen dran. Herzlichen Glückwunsch. Ihr kommt bitte alle mit. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid rot. Du bist jetzt weiß. Habe ich gerade weiße Pikmin in eine weiße Blume geschmissen? Hell yeah, I have. So, ihr arbeitet da erfolgreich dran. Du gehst rüber zu Birgit. Birgit! Da gehen die restlichen Teile rüber. Hervorragend. Unos minutos. Es könnte knapp werden. Sehr knapp.
Birgit, du hast doch auch noch Pikmin dran. Kommt Leute, alle ran da. Ist das alles? I think yes. 50 ist der Wert. Komm hin, Junge, du bist es. Oh, schön. Ha. Die Missionen haben es Tofte in sich. Oder ich sag einfach komplett. Könnte man wahrscheinlich mit mehreren Durchläufen immer weiter optimieren, aber einmal reicht. Einmal, aber richtig. So wie man alles machen sollte. Silberteich 2. So, das Level hat mir ja vorhin ein bisschen Paranoia gegeben. Wir haben die ursprüngliche Pikmin 2 Farbcolor mit Ausnahme davon, dass wir keine blauen haben. Darf einfach mal stellen. That's pretty nice. Sie graben schneller. That's new information for me. Okay. Karte. Ich sehe einen Haufen mit Kram. Ich sehe Sachen, die ausgebuddelt werden müssen. Ich sehe Kotze. Gut, ihr werdet erstmal freigemacht. Du hängst da drüben. Holy shit, hier. Mach die erstmal frei. Du musst ja nicht sinnlos da rumstehen. Hier ist kein Wasser drin. Holy shit, bin ich dumm. Ihr sollt nicht wegfliegen, ihr sollt graben. Gut. Ebenso hier dasselbe. Ebenso hier. Ihr seid am Graben. Warum grabt ihr nicht mit? Grabt! Das ist ein Befehl! Nee, nee. Schön weitermachen. Ich sehe Bomben. Sehr, sehr, sehr nice. Darauf erstmal ein Dab. No, please don't make me dab. Danke, Lee. Gib mir die zwei Bomben. Gib mir die zwei Bomben. Aufmachen. Auch wenn ich nicht ganz weiß, warum. Aufmachen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drei. Wir sind sechs. Welch Zufall, wie die Zahlen dahin passen. Ich weiß, ich bin gerade nicht sehr optimal unterwegs. Ich will eigentlich auch nur gucken, ob ich hier noch irgendwas verbinden kann oder ob ich irgendwo was aufsprengen kann für meine zweite Runde, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich werde neu starten müssen. Bitte sag mir, das geht und ich brauche keine Pikmin dafür. Danke. Du fängst an, das jetzt zu machen. In der Meantime holen wir den da raus. Seid ihr fertig? Ja. Wo sind gelbe Pikmin? Die Birgit ist eingeschlossen. Ralf. Da sind gelbe Pikmin. Ich weiß nicht hundertprozentig, wo genau auf der Karte das ist, aber hol die dir. So. Da brauche ich gelbe Pikmin. Da komme ich nicht ran. Bis ich für euch einen besseren Verwendungszweck habe, macht ihr das da. Ebenso hier. Mitkommen, mitkommen. Oh, ich kann da nicht runter. Herzlichen Glückwunsch an mich. Grab, ihr kleinen Wichser. Oh, da sind die gelben Pikmin drin. Da sind die gelben Pikmin drin.
Und wo bin ich denn hier lang gelaufen? Das ist ja komplett nicht da, wo ich hin wollte. Jo, ich sehe gerade, ich bin an der Apokalypse vorbeigelaufen. Und habe einfach mal so gedacht, ja, das ist ein schöner Tag heute. Kann ja mal passieren. So, jetzt wo wir die haben, die Birgit muss da raus. Die hat nämlich die schnellen Pikmin. Oh mein Gott, das habe ich viel zu spät erkannt. Ich glaube, das können wir eigentlich schon vergessen. Und danach müssen wir darüber. Ihr lauft erstmal schön aneinander vorbei. Sehr gut. Alf, du bist da. Wand aufmachen. Birgit, Eier kraulen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Mitnehmen. Mitnehmen. Brauche ich 2 dafür, nämlich, dass das eine Abkürzung ist, oder? Ja, bräuchte ich 2 dafür. Birgit, du kannst mittlerweile hier raus. Herzlichen Glückwunsch. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, wo wir alles lang müssen. Das wird derzeit aufgesammelt. Das heißt, wir gehen nach da unten und klatschen alles weg, was lebt. Und du gehst zum Schiff und holst dir alles, was übrig bleibt an Pikmin und machst daraus deine neue Armee. Du nennst es Charlies Armee. Du wirst von J.K. Rowling verklagt. So, 2 davon graben. Schön, die Gelben können schnell graben, hat man mir gesagt. Sehr schön. Alter, ihr müsstet euch angucken, wie ich diesen scheiß Controller halten muss, damit er gerade bleibt. Das tut er nämlich gar nicht. Nee, noch will ich nicht neu starten. Das wird zwar gleich passieren, aber noch nicht. Was denn jetzt? Machst du anvisieren oder nicht? Meine Fresse. Gut. Gut. Okay. Ich weiß, es ist ein Zeit gegen die Spiel gegen die Zeit, aber guckt euch mal bitte an, wo ich mich gerade halte. Oder war das so? Ah, Vorführeffekt. Jetzt geht's natürlich, ne? Hm. Gehst zum Schiff und... Okay, erstmal du. Du hast die Sachen bereits. Die da unten dürften immer noch gebaut werden. Das da drüben muss schneller gehen. Du gehst zum Schiff und holst dir neue. Du... tust actually alles auf das da setzen. Und ihr helft denen da. In der Hoffnung, dass eure Traglast ausreicht. Hervorragend.
Gut. Die Birgit ist angekommen. Dann wirst du als nächstes mitbekommen, dass die immer noch nicht fertig sind mit Graben. Hallo? Ach, jetzt sind die fertig. Genau in der Sekunde, wo ich das Ding geschmissen habe. Herzlichen Glückwunsch an mich. Nice, die kommen ja nicht rüber. Alles klar, Neustart. Wir haben genug Intel gefunden, damit wir das Ganze jetzt ein bisschen besser planen können. Also gut, los geht's. Wir setzen da eins hin, da setzen wir zwei hin. Wir schmeißen Charlie nach da drüben hin und bemerken, dass wir einmal außen rumlaufen müssen, weil wir sonst nirgendwo hinkommen. Kann ich bitte diesen Gegner da anvisieren? Nein? Gut, war ja nur eine Frage. Wir lassen also alle hier gegenlaufen. Machen hier eine kurze Aufräumarbeit, setzen da zwei hin und da zwei hin. Lassen das hier aufsammeln und das da ebenfalls und das da ebenfalls. In der Zwischenzeit holen wir uns Alf, welcher finally nach da unten laufen wird, wo die gelben Pikmin drin sind in dem scheiß Ding. In dem Meantime wirst du endlich mal anfangen, die Dinger hier freizumachen. Hat ja lange genug gedauert. Ihr habt eure Sachen offen. Jeder von euch nimmt sich eine Bombe. Sehr gut. Eine geht dahin. 1, 2, 3 Pikmin von euch gehen dahin. Und anschließend gehst du bitte nach da und holst die Schwarzen da raus. Du hast fertig gepickt, das heißt, du kannst jetzt anfangen, hier die Grabenordnung zu verlegen. Alle von euch graben bitte mit. Das ist keine Wunschvorstellung, was ihr hier macht, sondern ihr grabt alle mit. Und ich glaube, actually, es ist besser, die Explosion für diesen Gegner da unten zu verwenden. Anstatt dann mit den Felsen zu machen, der mir überhaupt nichts anstellen kann. Gut. Gib mir meine gelben Pikmin. Nein, habe ich nicht, weil Donkey Kong und Godzilla mich ehrlich gesagt nicht wirklich interessiert. Aber es freut mich, dass es dich interessiert. Heißt, du wirst endlich bald deinen Film bekommen. Which is pretty nice. Ich hoffe, 5 davon reichen. Oder King Kong, whatever. I don't fucking care. Watch me, Nene! Hallo, kommst du bitte? Habe ich Donkey Kong gesagt? Ich meine King Kong. Ich hoffe, ihr seid schnell genug, um das abzutransportieren. Nun ja, nicht mit 12. Alf? Warum ist die Birgit noch nicht frei? Habe ich hier eigentlich Leute assigniert? Nein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nice, in die Richtung geht's, in die andere nicht. Super, ihr seid jetzt fucking stuck.
Ihr lauft gegen diesen Felsen. Ihr fangt an, das hier auseinanderzubauen. Wir machen hier auf. Super. Die Früchte sind bereits auf dem Weg zurück nach Hause. Auch sehr gut, auch sehr gut. Da ist Charlie. Das heißt, alle Kampfkraft geht bitte noch da. Charlie. Bleibst du stehen, Alter? Gut, alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Da eins, da eins. 3, 4, 5, 6, 7. Geil, da habe ich zu wenig für. Könnt ihr hier runterkommen? Nein? Dann fang zumindest schon mal damit ein. Du gehst zurück zum Schiff und holst dir neues Sklaven. Das ist die Brücke dafür, oder? Scheiße, Alter. Das habe ich auch wieder komplett verplant. Das ist fertig. Das ist fertig. Die bearbeiten das bereits. Oh nein, ihr macht damit was komplett anderes. Ist mir auch egal, ihr sollt das dann machen. Ihr kriegt schon hin, was ihr damit machen sollt. Seht ihr? Genau. Dann macht ihr das. Du bleibst da und holst die ab. Schiff. Nein. Du bleibst hier. Nein, brauchst du nicht. Du kehrst zurück zum Schiff, ja. Mit denen, die wir bereits am Schiff haben. Einsammeln. Argumente, alles. Gut, die sammeln das erfolgreich ein. Zwei Minuten irgendwas noch. Einsammeln. Einsammeln. Noch mehr einsammeln. Noch mehr einsammeln. Ist hier noch irgendwas vergraben? Ja. Vor allem die Gelben bitte. Ihr seid speedy. Was das Ausgraben angeht. Nicht was das Einsammeln angeht. Hervorragend. Alf. Hast du Pikmin? Jetzt schon. Kommt her. Holy shit, die habe ich komplett vergessen, dass die da existieren. Gut, dass du Gelbe dabei hast. Ihr tragt das bitte auch gleich weg. Ihr holt euch das. Besser ja, gut nein. Diese Brücke habe ich viel zu unterschätzt. Was die noch an Stuff mit sich bringt. Weil dann haben wir hier einen Weg komplett zurück an den Spawn. Und da hinten sind die Lilanen. Ich habe ganz vergessen, dass in dem fucking Level Lilane vorkommen. Alles klar. Die Brücken haben oberste Priorität. Wir müssen eigentlich alles, was wir haben, auf die Brücken setzen, damit wir so schnell wie möglich Lilanen haben, damit wir keine Pikmin wegstreichen müssen zum Tragen.
Hallo? Da. Birgit? Hol dir mal die Dinger. Eins, zwei, drei. Charlie, du gehst ein bisschen weiter. Alles, was wir an roten Pikmin haben, bis auf die, die machen ja noch ein bisschen von dem Zeug. Aber ansonsten, alles andere, was wir an roten Pikmin haben, geht dahin. Und hat nichts anderes zu tun, als diese Scheißbrücke zu bauen. Das eine Pikmin, was wir noch haben, verwenden wir jetzt schön im Alleingang. Einzig und allein zum Aufmachen dieses Steins. So, jetzt können die Pikmin damit nämlich arbeiten und können ihr Stückchenweise aufmachen. Die anderen Sachen von euch kommen bitte mit. Habe ich gerade ernsthaft ein normales Pikmin geschmissen? Ja, habe ich. Gut, das Ding ist offen. Ihr erarbeitet eure Brücke. Das ist sehr gut. Ihr arbeitet euch diesen Felsen. Selbe Taktik wie davor. Du gehst nach da unten. Abfahrt. Charles, du musst die gelben Pikmin holen. Birgit, du setzt deinen Pikmin auf da und da. Und der grabt eure Sachen aus. Was hat gerade Little Lim gemacht? Meine Brücke ist fertig. Genau, das wusste ich. So, Charles. Ich weiß, ich habe nicht viele Pikmin. Die zwei sollten aber ausreichen. Super. Bombe fliegt. Super. Ganz kurz, Birgit, bei dir arbeiten noch nicht alle. Alf, hast du deine Pikmin fertig? Nein, die sind mittlerweile einfach nur alle getrappt. Nice, gute Arbeit. You're a fucking moron. Moron Detector, big moron. Möglicherweise machen die Dinger keinen Schaden. Du bist da? Sehr gut. Hol dir Pikmin. Zweiter Versuch. Bei dir arbeiten sie. Hervorragend. Hier geht es nicht weiter. Habe ich auch nicht gesagt, dass du da langlaufen sollst, sondern du sollst daneben langlaufen. Sehr gut. Lasst euch in ein bisschen Schnee nicht demütigen, Leute. You are doing great. You are doing absolutely fucking amazing. Just fuck them up. In the meantime, wie schaut's hier aus? Sehr gut, da sind meine gelben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einer geht daran. Du holst Birgit. Birgit wartet noch. Charlie, du kriegst ja noch einen. Ihr arbeitet nicht, warum auch immer. 1, 2, 3, das ist eine Himbeere oder Erdbeere. Gut, und du gehst weg. Alf ist da, du schmeißt die daran. Herzlichen Glückwunsch. Birgit ist dann auch gleich frei. Okay. Das ist ebenfalls in Arbeit. Alf, während du nichts zu tun hast, gehst du dahin, holst dir die roten und die schwarzen, baust die nächste Brücke. Sehr gut, das wird geliefert. Du gehst zum Schiff und holst dir noch mehr. Birgit ist gleich raus. Wunderbar. So wie die jetzt raus sind,
sorgen wir dafür, dass wir erstmal alle Roten einsammeln, die ja noch irgendwo rumliegen. Anschließend bringen wir ein paar davon dafür, dass das hier aufgeht. Wunderbar. Das transportieren dann alles die Lilanen ab. Das ist alles Lilanen Territory. So, so. Ich weiß nicht ganz, warum das passiert ist, aber whatever. So, Alf, du hast deine Rock Pigments. Sehr gut. Go time. Da wurde ich fast outplayed. Holy shit. Sehr gut. Das nächste, was ihr macht, ist das da. Und ihr macht nichts anderes. Ich sagte, ihr macht nichts anderes. Da ist dein Problem. Es ist dein Problem. Mach was damit. Haben wir. Ist auf dem Weg. Haben wir ebenfalls. Das da unten wird alles abtransportiert. Alle Augen gucken nach da. Außer du. Du super weißt, dass das alles klar geht. Birgit bleibt nach wie vor einfach dumm rumstehen. Sehr gut. Dann brauchen wir... Nevermind. So viel haben wir nicht mal. Ihr macht das da drüben auf. Und das da. Und ihr rennt gegen die Wand. Los geht's. Meine Brücke ist mittlerweile fertig. Ich bin fucking begeistert. Kann ich zwei rote Pikmin nach da drüben gieten? Ah, die Steinpikmin rollen weiter aus. Hervorragend. Ihr seid die Glücklichen, die das tragen dürfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Actually, never mind. Ihr macht alles das da. Das ist der fucking Grund, warum ich euch geholt habe. Weil wir haben jetzt eine lila, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reicht nicht. Geil. Super. Reicht. Ein dicker Sumo-Ringer. Kann alles alleine machen. Dann holt ihr euch anschließend das da. Alf, du gehst nach da drüben. Und sorgst dafür, dass mehr Pikmin rankommen. Du nimmst das Ding hier drüben. Einer nach da. Einer nach da. Ich weiß nicht ganz, wie das physikalisch funktioniert, aber egal. Du kommst nach drüben und du kommst nach da drüben. Und gehst auch gleichzeitig sofort nach da drüben und holst noch weitere Pikmin. Herzlichen Glückwunsch, wir haben neue Pikmin. Das wird wieder nichts werden, Leute. Da sehe ich schwarz auf allen Territorien. Yo, schieb das Ding noch ein bisschen weiter, dann komme ich sogar noch ran. Sehr gut. Das hat mehr oder weniger ein bisschen gerade gecheatet, aber hey. Alla minuto del vere. Aufmachen. Aufmachen schnell. Aufmachen, mitnehmen schnell. Alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Wo liegt noch was? Da unten liegt noch was. Das wird vorne und hinten nicht reichen. Nie im Leben schaffen die das in 17 Sekunden irgendwo hinzukommen. Neustart! Freut mich, dass es dir gefällt, Lee. Ich konnte mich für das Genre leider nie begeistern. Nie wirklich zumindest.
Alf. Hol dir noch mehr Gefolgsleute. Birgit, pflücke deine Gefolgsleute. So, das ist eigentlich hervorragend, dass das Ding da spawnt, weil damit kriege ich euch alle hervorragend zurück zum Spawn. Aufmachen. Wegschaffen. Ab zum Spawn. Alf, du bist hervorragend. Du bist mittlerweile da. Super. Die Brücke ist ebenfalls vorhanden. Ihr kommt mit. Wir klatschen das Ding jetzt sofort ein. Naja. Super. Da ist euer nächstes Ziel. Hast du die Birgit frei? Birgit, du bist frei. Herzlichen Glückwunsch. Come on. Während die das machen, gehst du nämlich schon mal mit den Pikmin, die dich gerade befreit haben, los und holst die anderen Sachen raus. Alles klar, in der Meantime machen wir da drüben zwei auf. Ihr nehmt euch jeweils eine Bombe. Jeder eine. Die fucking Idiots. Macht die Tür auf. Dann nehmen wir den Weg hier nach oben. Machen das da auf. Während die Birgit mit den weißen gelben angekommen ist. War nicht richtig. Wir hatten auch ein weißes. Was wir erstmal schön gegen das Ding haben laufen lassen. Macht ihr euer Kommando da drauf. In der Zwischenzeit geht die Birgit zurück zum Spawn. Holt sich nochmal neue Sachen. Und ihr fangt an mit diesen scheiß Weintrauben, die mir das letzte Mal dann wieder das Genick gebrochen haben. Guckt ihr alle nur. Ach nee, ihr müsst nacheinander das Ding machen. Ja, okay, das ist sogar ein bisschen logisch. Sehr gut. Nachdem wir die Leute nun haben, fangt ihr an, das da wegzutragen. So, nachdem wir die lilanen Pikmin dann geholt haben, holen wir uns jetzt erstmal eine Böhm. Und klatschen die Böhm daran. Super. Anschließend lassen wir das da wegtragen, werfen ein lila Pikmin daran. Und transportieren das da ebenfalls weg. Jetzt haben wir insgesamt eine Lastkraft von 40. Und sorgen dafür, dass das schön transparent durchgeteilt wird. In which I actually mean, fuck. Wir schicken da keinen lila Pikmin hin. Kann ich das nicht gleich da ranhauen? Nein, ganz knapp nicht. Gut, ich setze dich da hin. Und den Captain da hin. Und jetzt nehme ich den Captain und schicke ihn da hoch. In der Zwischenzeit gehe ich zurück zu Alf. Welcher bereits richtig ready ist, der seine roten Pikmin und seine Schleim-Pikmin da drauf schmeißt. Im gleichen Moment kommt da ein Lilanes an. Die zwei rufe ich weg, schmeiß noch ein Lilanes dran. Die das doppelt tragen, because fuck me. Charlie ist angekommen, das heißt, er nimmt das eine lilane Pikmin, wirft es gegen den Apfel. Das ganze fette Vieh zieht das Ding nach unten. Und sobald es sich aufgrabbelt hat, fängt es an, den Apfel zu tragen. Im Alleingang. In der Zwischenzeit kommt die Birgit. Birgit fängt an, die restlichen Früchte auf der anderen Seite und die Pikmin einzusammeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Keine Ahnung, waren nur 5, ist mir egal. Mehr ist zu viel und viel ist besser. Anschließend nehmen wir die Trauben. Dafür nehmen wir natürlich die schnellen Weißen. Und gehen mit dem gesamten Ding in der Runde. Ich hätte mir die Bomben ruhig mitnehmen können. Scheiße. Da hat CJ mir wieder nicht aufgepasst. Nicht pflücken, klatschen. Holy fuck. Wenn er weich ist, macht er glücklicherweise keine Pigmentode mehr, sondern er sorgt nur noch dafür, dass sie, naja, zurück in die Erde kommen.
Also is still fucking annoying. Vor allem, weil ich in der Nähe der Pikmin nicht anfangen kann zu werfen. So, jetzt pflücken, aufsammeln. Ihr seid da, gut am Arbeiten, hervorragend. Wie schaut's bei euch aus? Ihr seid fertig, ihr seid fertig. Ihr seid fertig, ihr seid fertig. Gut. Dann lauft mal kurz hier durch. Ist jetzt zwar schon ein bisschen spät, aber hey. Gut. Da unten die Frucht. Da werfe ich die Steinernen hin. Ihr fangt schon mal an, hier auszubuddeln. Die Weißen sind hier drüben fertig geworden. Ihr nehmt bitte eine Bombe mit. Weil ich jetzt dann doch mal so aussehen möchte, als wäre ich smart. Und platziert die schön hier mitten rein. Wir warten kurz. Haben einen Großteil sämtlicher Probleme in diesem Spiel gerade aus dem Leben geballert. 1, 2, 3. Du brauchst noch 2 extra. Selbst das ist für dich zu viel. Gut, das wird transportiert, das wird transportiert, das wird transportiert. Ihr fangt bitte an, das Ding hier auszubuddeln. Ihr helft dem. Sobald das fertig ist, hingegen lässt er das den übernehmen. Plus 3 Weiße, damit es ein bisschen schneller funktioniert. 1, 2, 3 zum Aufmachen. Ihr kommt bitte mit. Karte, da ist noch mehr. Ihr macht das hier auf. Charlie, warum machen die Sachen hier nicht weiter? Du gehst bitte zum Spawn oder zumindest bis nach da und pfeifst dir ein paar ran. Nee, du gehst bis zum Spawn, das wird nicht reichen. Scheiße. Alles, was wir haben, auf los. Du bist da? Hervorragend. Du nimmst deine Pikmin und gehst sofort wieder nach da zurück. Die brauchen dann doch mehr Leute, als ich dachte, um das aufzusammeln. Hier dasselbe. Komm, 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 komm. Alla minita de manero. Alles, was ihr habt, mitnehmen. Es fehlen 3. Das ist doch ein Witz. Ihr habt versagt. Es war eine Aufgabe von euch, das ganze Zeug da einzusammeln. Und ihr habt versagt. Und jetzt sehe ich gerade, dass da unten noch eine scheiß Himbeere rumliegt. Okay, aber mal von der Himbeere abgesehen. Haben wir alles? Ja, aber hier ist noch irgendwo ein Goldhaufen. Der da. Oh mein Gott! Das habe ich ja gar nicht gesehen. Dass da noch ein Goldhaufen ist. Karte nicht gelesen, meine Damen und Herren. Karte nicht gelesen. Okay, okay, okay. Ich habe vergessen, Charlie nach da oben zu werfen. Ich mache Flüchtigkeitsfehler. CJ, krieg dich ein. Aufmachen. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 3. Anzahl viele. Und die hier befreien. Birgit. Du befreist deine. Charlie. Aufmachen. Sehr gut. Sehr gut. Wird alles später mitgenommen. Sehr gut.
Nee, Charlie. Du gehst nach da unten, Birgit. Ich verdrück mich erstmal. Gut, Charlie ist da unten angekommen. Du holst bitte die gelben. So, 1, 2, 3 bleiben da zurück. 1, 2 oder so da. Anschließend gehst du zu der Tür. In der Zwischenzeit, Alf, wie schaut's bei dir aus? Alles klar, die sind gerade fertig geworden. Damit ist die wohl gefertigt. Du machst sie auf. Sehr gut, ihr kommt mit. Charlie, du machst... Das waren die falschen Pikmin. Egal. Ihr sammelt das auf. Alf, du bist erfolgreich da. Aufmachen, aufmachen, aufmachen. Reicht. Bauen, bauen, bauen. Birgit, du bist frei. Super. So, die gelben nehmen wir gleich alle mit. Für was eigentlich? Egal. 2, 3, 4. Das wird gleich gemacht. Das wird gleich gemacht. Ihr kommt bitte mit. Ebenso ihr. Alles einsammeln. Okay, Charlie. Sehr gut. Danke. Alf. Sachen mitnehmen. Sachen aufmachen. Birgit, wo sind deine weißen? Gelben? Wo sind die gelben? Scheiße. Gut, ich hab's gefuckt. Ich hab die gelben nicht. Ich hab die gelben verloren. Ich hab die irgendwo zu annektiert. Die sollten die Tür aufmachen. Mein Fehler! Also. Rot einsammeln. Ein Rot schmeißen, zwei Rot schmeißen. Charlie nehmen. Rüber zu den Steinen schmeißen. Kurz bis nach drüben gehen. Einer macht die Eier auf. Zwei machen das da. Nochmal zwei machen das da. Nochmal zwei machen das da. Alle machen das da. Ich laufe bis nach da. Birgit. Du holst deine Pikmin. Charles, du hast deine Pikmin. Wir klatschen das Ding da aus dem Leben. Nee, das solltest du nicht machen. Kannst du mir bitte die scheiß Roten geben, die hier weiter buddeln sollen? Danke. Alles aufmachen. So. Dann machen wir das da auf. Sehr gut. So, jetzt noch mal ganz kurz nachdenken. Die Brücke ist fertig. Das heißt, wir nehmen... Das heißt, wir nehmen alles, was wir haben und klatschen jetzt das Ding da unten weg. In der Zwischenzeit geht er und macht das da auf. Die roten da sind fertig. Holy shit, holy shit. Das... Da bin ich gerade sehr glücklich, dass das nicht so ausgegangen ist, wie ich das gerade dachte, wie es ausgeht. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5.
So, du holst die Birge. Du holst... Ihr macht das und ihr macht das. Bitte schnell. Wenn es zackig geht, habe ich auch nichts dagegen. Aufmachen. Abbrechen. Trinken. Jetzt daran. Dann dauert das nämlich nicht ganz so lang. Mit der Birgit habe ich komplett vergessen, dass die hier die Sachen aufbauen und machen soll. Ja, sobald es halt möglich ist, ne? Das Ding da drüben ist raus. Charlie, sobald deine Pikmin wieder verfügbar sind, bist du sofort auf dem Weg nach da oben. Du machst absolut nichts anderes. Birgit, deine Pikmin regeln das schon. Du nimmst eine Handvoll Steine und eine Handvoll von denen und gehst sofort mit Dingens mit. In the meantime hast du dafür gesorgt, dass absolut nichts passiert. Sehr gut. Nimm dir noch ein paar Rote mit. Ja, exakt das habe ich mir gedacht, das passiert. Sehr gut. Die Gelben laufen mit mir zusammen gegen das scheiß Ding, weil ich außersehen die Taste zu lange gedrückt habe. Alle anderen machen das dann. Malauro Capitano. Sie fliegen nach da drüben. Und anschließend kommen sie mit den neuen Pikmin nachher drüben. Bis die Brücke noch nicht fertig ist, muss das alles ein bisschen zackiger gehen. 1, 2, 3 gehen noch daran. Der Rest geht nach da drüben. Hast du gehört? Hallo. Der Rest geht nach da drüben. So, Charlie kommt mit seiner Armee. Herzlichen Glückwunsch. Hier oben ist mittlerweile Party angesagt. Mein Glückwunsch. Einer geht nach da. So, ihr geht daran. Einer von euch geht daran. Und der trägt's auch bitte gleich. So, ein weiterer daran. Charles, du bist da. Du wirst gerade von dem Ding absolut in die Ecke gedrückt. Richtig blamabel. Baut mal bitte schnell eure Brücke fertig. Ohne dich zu spoilern, mein kleiner Kerl, du wirst dagegen nicht viel ausrichten können. Tragt ihr das Ding bitte zumindest ein bisschen? Bis zu dem Punkt, wo dann die Sumo-Ringer übernehmen können. Super. Ihr lauft gegen den Felsen. Dann hole ich mir zwei Bomben. Eine dieser Bomben klatsche ich jetzt dagegen. Ich muss mich mal ganz kurz abpfeifen, damit du nicht daran herrennst, wenn ich gerade einsammeln bin. Nein. Okay, ich mache den... Und gehe mit dem Ding da runter. Sie hat mittlerweile fertig gesammelt. Hervorragend. Du gehst zurück zum Spawn und holst entweder lilane oder weiße. Oder gelbe, so rum. Nein, erst werfen, dann pflücken. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ist mir egal, wie ihr durch die Gegend gewirbelt werdet mit dem Ding. Ihr haltet die hier im Zaum. Viel Spaß dabei. Birgit ist mittlerweile am Spawn angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Gut. Du nimmst dir das und gehst nach da oben, damit die Frucht irgendwie herkommt. Alf, was machst du? Nichts. Hervorragend. Du hast dich gerade freiwillig gemeldet. Scheiße, ich habe das Ding hier nie geöffnet. Birgit, du hast Steinpikmin dabei. Einmal bitte alles einsammeln.
Die Sachen sind bereits weg, ja. Ein Apfel geht nach da. Die Sachen gehen raus. Die kommen auch erfolgreich weg. Ich kann euch gerne noch ein paar mehr geben, damit es auch schneller geht. Die Sachen sind weg, die Sachen sind weg, die Sachen sind weg. Sehr gut. Dann volle Artillerie auf das Ding da. Super. Gut, ihr kommt hier alle mit. Woran habe ich gerade am meisten? Ja, weiß mit am meisten. Sehr gut, jetzt müssen wir unten mal ein kurzes Moshpit machen. Weg damit. Oha, das kannst du vergessen. Charlie, du musst zum Spawn und... Ich habe nur noch eine Minute, das kannst du vergessen. Das muss viel schneller gehen. Holy Kack, Alter. Also, einsammeln. Einer dahin, zwei dahin. Charles fliegt. Ich gehe den Weg hier durch, setze eins da drauf, setze zwei da drauf, zwei da drauf. Charles ist fertig, das heißt, wir gehen da drauf, gehen sofort da dran und klatschen den Gegner aus dem Leben. Ignorieren ihn komplett, lassen Charles nach da unten gehen. In der Zwischenzeit gehen wir mit Alf da weiter, gehen nach da drüben und holen uns die Schwarzen. In der Zwischenzeit gehen wir mit der Birgit da drauf und sagen, dass sie pflücken soll. In der Zwischenzeit ist Charles angekommen. Wir werfen das Ding, machen ganz normal da drauf. Denken uns, geil. Jeten die Dinger da einfach dagegen. Ist mir scheißegal, was die da gerade machen. Wir merken, dass das nicht geht. Nehmen uns die ganz schnell wieder. Weil hier noch alles zu ist und wir bisher noch keinen freien Durchgang haben. Und laufen jetzt also volle Kanne gegen. Nachdem wir das nun geschafft haben, nehmen wir uns die Gelben und lassen sie dagegen laufen. In der Zwischenzeit nehmen wir Alf, haben bemerkt, dass er da ist. Nehmen uns die Pikmin, die er hat. Und werfen alles in die Richtung. Damit die Apollo-Prontis eine richtig schöne Mauer bauen. In der Zwischenzeit macht die Birgit schon mal die Früchte hier auf. In der Zwischenzeit ist er damit beschäftigt, ich wollte gerade sagen, die gelben Pikmin, die dann fertig sind, wieder mitzunehmen. So, jetzt nimmt jeder eine Bombe. Naja, gut funktioniert jetzt nicht, aber besser. Dann lauft ihr hier dagegen, du machst die Tür auf. Du buddelst, du machst das da auf. Du kriegst das schon hin, oder? Ja, ich glaube, du kriegst das hin. Du machst das da auf. Dann ist hier dein eines Pikmin, mit dem du dich bitte beschäftigst.